Ich gerade spontan überlegt, weil eigentlich ist das hier mein Plan. Diese kleinen Kästchen hier, die habe ich gesammelt und mal wieder. Und wir wollen die wieder als Schablone nutzen. Dazu schneiden wir die einfach wieder auseinander, weil sonst geht es ja schlecht. Da habt ihr vielleicht ja schon eure Erfahrungen mit gemacht. Das Video habt ihr bestimmt gesehen. Das hat auch voll Spaß gemacht, das war ja ganz bunt. Und heute möchte ich mal was ganz Softes machen, was Leichtes, Einfaches hier mit diesen Kreisen. Wenn ich die jetzt schon so hier hinlege, ja, dann bekomme ich schon so ein Bild. Ich überlege jetzt schon, wo ich die hin tue und ja, starte aber erstmal mit nass, mit viel Wasser, genau. Jetzt gießen wir einfach die Farbe drüber. Ich habe hier so eine dickere Farbe. Dann habe ich hier noch so einen schönen Ockerton. Der ist ganz flüssig wiederum. Und ja, jetzt gucken wir mal. Das war eben gerade so ganz spontan. Und deswegen schauen wir mal, was sich jetzt so entwickelt. Ist immer toll. Ja, genau. Ich rede und sehe und male. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wie du siehst, das sind tolle Effekte. Es war so spontan gerade, so eine Intuition. Und das ist jetzt genau das Richtige, was ich brauche. Da passiert ja, obwohl es nur diese zwei leichten hellen Farben sind, passiert ja so viel. Es könnte auch so eine Marmorierung werden. Hier ist ein Krümel, den nehme ich nochmal weg, weil sonst ziehe ich den immer mit. Dann nehme ich jetzt hier mal einen Pinsel dazu, weil du kannst natürlich auch die Farbe mit dem Pinsel einfach auftragen. Und so ein bisschen reinwischen, das soll sich hier so leicht miteinander vermengen. Dann kriegst du schöne weiche Übergänge. Ich habe auch im letzten Video ganz viel zu dieser Technik erklärt und auf meinem Blog habe ich auch total viel dazu stehen. Auch eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung steht da. Guck da ruhig mal rein. Wow, oder? Ich finde es schon jetzt schon klasse. So einfach kann das gehen. Also du siehst ja schon bis hierhin, wie schön und leicht die Malerei ist. Und ja, jetzt lasse ich es auf jeden Fall trocknen. So, jetzt nehme ich die Schablone und ja, jetzt wird spannend. Jetzt gucke ich mal, ich fange mal mit dem Schwamm hier an und tupfe da einfach mal die Farbe drauf. Jetzt nehme ich erstmal den Farbton, den ich hier auch habe, so dass man es kaum sieht. Ja, es läuft ein klein bisschen über, vielleicht zu viel Farbe genommen. Schauen wir mal, vielleicht auch noch zu nass die Farbe. Ja, hätte ich auch noch mal ein bisschen weniger. Also jetzt beim zweiten Stempeln ist es besser bestimmt, dann läuft das dann nicht so drüber. Also weniger Farbe ist meistens mehr, also besser. Ja, die haben gut funktioniert hier. Schau mal. Teste ich hier mal einen Pinsel. Hier von hinten ist auch noch Farbe, die immer ein bisschen abwischen. Also ein Tuch brauchen wir da auf jeden Fall immer.
jetzt glaube ich, habe ich den Bogen raus. Also erstmal hier wieder abwischen, mit den hellen Farben testen und jetzt gehe ich mal auf die dunkle Farbe. Jetzt sehe ich gleich, wie es wirklich wird. Das ist irgendwie voll spannend und es funktioniert ja hier auch ganz gut. Da finde ich den Farbton halt ganz schön, da setze ich den einfach nochmal hin. Wieder abwischen. Witzig. Wenn man das hier so entspannt macht, dann gehen dann ja auch ganz viele Sachen durch den Kopf, finde ich. Dann entstehen auch immer sofort ganz viele neue Bilder. Und irgendwie fließt dann auch so die Kreativität. Hier kann ich jetzt irgendwie mit diesen ganzen Pünktchen und den Anordnungen, das ist wie so ein Brettspiel oder ja, irgendwie macht auf jeden Fall kreativ. Wieder Farbe drunter in der Schablone. Aber ist egal, man kann die auch immer wieder übermalen oder wegmischen nochmal. Das ist eigentlich kein Problem. Ich finde gerade in dieser Mischung ist das eigentlich ganz schön. Dieses, ja, hier kommen einfach noch zusätzliche Punkte und ich kann mal auch wieder wegwischen, ganz vorsichtig. Ich finde, es muss nicht so perfekt sein. Also man soll auch noch erkennen, finde ich, dass das ja auch selbst gemacht ist und nicht irgendwie drauf gedruckt. Und ich finde dann den Übergang zu dem verschwommenen Hintergrund ja auch total schön damit. Das macht wirklich Laune und das kann man hier so unendlich fortsetzen. Das ist total schön. Ich lasse das so. Es gefällt mir total gut. Also ich bin voll überrascht. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen werde. Ich habe mich so selber einfach wieder in die Malerei geschmissen, in die Farben geschmissen, in die kalten Farben. Nee, hier sind es ja eigentlich ganz warm. Genau, und mit dem Fensterwischer, das kam spontan. Und wie immer, mit dem einfach machen liegen wir doch immer ganz gut, finde ich. Ja, die Videos sind hier alle im Kanal. Auch dies hier ist auch eins meiner Lieblingswerke. Das mag ich total gerne, weil ich die Farben so gern mag. Und die Skull so schön da durchscheint. Dadurch sieht es im Licht auch immer wieder unterschiedlich aus. Und die Farben mag ich voll gerne. Ja.
Ja, also die sind alle im Kanal. Hoffentlich abonnierst du den Kanal und gehörst hier mit dazu. Schau mal, der Baum ist richtig grün geworden. Oben sind die Blüten. Also richtig, richtig schön. Und ja, so die Ruhe genießen, das kannst du eben auch mit der Malerei. Runterkommen, abschalten, experimentieren. Auch wenn du eine Malblockade hast, ist das hier, diese Technik, absolut genial. Also schau auch auf meinem Blog, da habe ich auch einiges zu geschrieben. Und ja, schön, dass du hier bist mit mir in meinem Atelier. Wiederhole mich gerne immer wieder an dieser Stelle, dir zu vermitteln, dass die Malerei so viel mehr kann, als nur jetzt oberflächlich zu malen, sondern du kannst mal mit dir in Resonanz treten beim Malen und gucken, was das mit dir macht. Und oftmals kommt man eben dann zur Ruhe. Und genau das ist ein Weg, zu dir selber zu finden, zur Ruhe zu kommen. Aber auch wenn du mal wütend bist, kannst du diese Energie auch in der Malerei loswerden und hineinbringen. Das ist auch eine tolle Energie. Dafür ist diese Technik jetzt nicht geeignet, das rate ich dir dann lieber nicht. Also nimm dir eine andere Technik dafür, dafür sind auch Videos im Kanal und dann fang an zu malen. Also schön, dass du hier bist. Wenn dir das Video gefällt, like es bitte. Dankeschön und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!